In 2009, a crack commando unit was sent to prison by a court for a crime they didn't commit. These men and women promptly escaped from a maximum security stockade to the cyber underground. Today, still wanted by the government, they survive as cypherpunks. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the cyber hornets. So, herzlich willkommen, meine kleinen Bitcoin-Bärchen. Heute werden wir mal ein anderes Tutorial uns vornehmen. Und zwar ähm, widmen wir uns heute mal dem Thema Bitbox und Raspberry Blitz. Da habe ich mir gedacht, connecten wir das doch mal. Und irgendwie hatte ich Bock gehabt, mal was anderes zu machen als eine. Live-Präsentation mit bewegten Bildern. Ich habe einfach mal ähm, ja, das Tutorial so für mich durchgespielt, Screenshots gemacht und so eine kleine Dokumentation angefertigt. Legen wir mal los. Holen wir uns mal eine Übersicht. Was wollen wir denn zuerst machen? Also erstmal werden wir auf dem Raspberry Blitz gleich connecten. Den Electrum Rust Server installieren. Das wird ein Weilchen dauern, also Kaffee mitbringen und Zeit. Danach springen wir diesmal rüber in ein Windows OS und installieren Tor Service. Dann zeige ich noch ganz kurz, wie wir diesen Service ein bisschen konfigurieren und in den Einstellungen von Windows in den Internetoptionen noch in Kleinigkeiten machen. Danach sollte hoffentlich der Electrum Rust Server auch installiert sein. Also, das kann ein paar Stunden dauern. Am besten, ihr schmeißt das mal abends an und am nächsten Tag könnt ihr dann weitermachen. Und danach kommen wir zu den Bitbox-Einstellungen, die wir noch vornehmen müssen, damit wir die beiden Geräte miteinander kommunizieren lassen. So, wie sonst auch, ganz genau nochmal über SSH connecten. Ihr geht in euer ähm, Service-Menü, wählt dort oben Electrum Rust Server aus mit der Leertaste und einmal unten mit OK bestätigen, wie im Screen rechts zu sehen. Läuft eine Installation durch, roundabout 20 Minuten müsst ihr da mal kalkulieren. Danach bekommt ihr ein neues Message-Fenster, ähm, dass eben der, der Index da noch angelegt werden muss. Dort wird einiges heruntergeladen. Es kann ein paar Stunden dauern, je nach Leitung und ob ihr eine HDD, eine ssd platte habt. Ähm, aber wie gehabt seht ihr auf eurem Raspberry Blitz die Prozentzahl fürs Sinken und ja, ich sag mal, wie gesagt, abends anstoßen, laufen lassen, am nächsten Tag weitermachen. Lol, hat er einfach mal vergessen, den Header umzubenennen. In der Zeit kann man ja sich schon mal Tor widmen. Tor sollte jedem ein Begriff sein, wem das kein Begriff ist, der darf jetzt erstmal Pause machen und googeln gehen. Ähm, in der Mitte rechts zu sehen ist am besten ja, auf die URL connecten und dann das Paket herunterladen. Wenn ihr auf der Seite seid in dem Download-Bereich von Tor, einmal ein bisschen nach unten scrollen, Windows Expert Bundle. Dort in dem Bereich rechts seht ihr Download. Dort bitte einmal das ZIP-File herunterladen. Am einfachsten, ähm, ihr erstellt dann auf C einen Ordner. Ich habe den einfach mal Tor genannt. Und in diesen Ordner habe ich das ZIP-File auch entpackt. Ihr könnt das hier sehen, dass ich über CMD, also über die normale Command-Line, von Windows, das Directory in C-Tor angesprochen habe, habe einmal reingeschaut, okay, da sind die beiden entpackten Dateien, Data und Tor, und dann geht ihr noch einmal in den Ordner Tor hinein. Dort findet ihr eine Echse, die nennt sich Tor.exe. Und mit diesem Statement Tor.exe Leerzeichen, Minus, Minus, Service, Leerzeichen, Install, installiert ihr schon den Dienst. Kein Hexenwerk, geht rucki zucki und der Dienst ist auch schon direkt aktiv. Am einfachsten ist es, wenn ihr nun in den Task Manager wechselt. Das... Äh, ja, sollte wohl jeder hinkriegen, der es bis hierhin geschafft hat. Und da seht ihr schon in dem Reiter Dienste einen Dienstlauf, der heißt Tor. Der wird jetzt schon direkt ausgeführt. Dort könnt ihr aber die Eigenschaften einmal wechseln ähm, ja in den, in den Dienste Konfigurationsbereich von Windows, sage ich immer. Dort könnt ihr dann nämlich in der Eigenschaft von diesem Dienst, der sich hier nennt, Tor32-Service... Dort bitte einmal in die Eigenschaften wechseln und in dem ersten Reiter Allgemein habt ihr hier einen Start-Typ. Der, der steht auf automatisch, könnt ihr auf manuell setzen, könnt ihr auch auf deaktivieren setzen, ähm, so wie ihr euch das gerne ja, konfigurieren möchtet. Und dann halt einmal mit Übernehmen und okay das Ganze bestätigen. Dazu sei gesagt, man kann jetzt noch auf diversen ähm, Seiten einmal seine IP-Adresse abfragen und natürlich überprüfen. Bin ich jetzt überhaupt im Tornetz? Habe ich jetzt gerade gar nicht mit reingenommen? Fällt mir aber gerade ein, wo ich darüber nachdenke und hier am Brabbeln bin. Kann man natürlich machen. Ähm, genau, das nur so am Rande. Ja, dann am besten einmal wieder ins. Normale Windows äh, wechseln, einmal die Windows-Taste und R auf der Tastatur drücken. Die Windows-Taste sollte jeder links unten auf seinem Keyboard finden. Ähm, dann kommt ihr zu dem, zu dem äh, äh, Programmpart zum Ausführen von diversen Services. Also wenn ihr die entsprechenden Kürzel kennt, dann könnt ihr das auch ebenso über die Hotkeys schnell erreichen. Tragt dort bitte einmal inetcpl.cpl ein, dann kommt ihr zu euren Internetoptionen. Die findet ihr sonst auch, wenn ihr unter ähm, den, den Einstellungen sucht: Systemeinstellungen, Internetoption. Da kommt ihr auch auf demselben Wege hin. Ähm, hier seht ihr im Hintergrund Eigenschaften von Internet. Ihr werdet. Default auf dem Reiter allgemein landen und darüber liegt der Reiter Verbindungen. Dort bitte einmal zuerst reinklicken, dann springt ihr unten rechts auf LAN-Einstellungen. Es wird ein neues Fenster geöffnet. Hier springt ihr zum Proxy-Server. Hier bitte den Haken setzen und dann geht es einmal nach rechts auf Erweitert. Hier könnt ihr für die Proxy-Einstellung nicht könnt ihr müsst ihr eure lokale IP-Adresse unter socket Sox hier eingeben mit dem port 9050 dann war es das auch schon an der Stelle mit dem Daemon. nun wenn wenn es mit elektrum denn schon so weit sein sollte wovon ich äh, jetzt gerade nicht ausgehe wenn ihr euch das zum ersten Mal anschaut. Aber wenn es soweit ist und der Service ist installiert, dann bitte wieder ganz normal mit SSH auf eurem Raspberry Blitz connecten, ins Menü wechseln und oben links zu sehen, seht ihr euren Install Electrum Rust Server. Dort bitte einmal reingehen. Kurz darauf wird ein neues. Fenster geöffnet, Electrum Rust Server. Und hier steht Default oben auf Connect. How to connect? Hier gibt es eine kleine Anleitung, die seht ihr hier unten. Hopala. Ähm, ja. Ne? Ein paar Manuals zu befolgen, meine ausgeblendeten Adressen. Hier an der Stelle eure Toradresse könnt ihr hier einmal wegkopieren, in den Zwischenspeicher legen oder in eine Textdatei. Können wir gleich noch gebrauchen. Denn nun bitte einmal die Bitbox ähm, starten, die App auf eurem OS. Und oben links über Einstellungen, beziehungsweise hier oben links bei diesen drei Strichen einmal draufklicken und dann unten nach Einstellungen gehen. Dann kommt hier in einen Menübereich, wo ihr nach unten scrollen müsst und der kommt zu den erweiterten Einstellungen. Dort bitte einmal auf Tor Proxy aktivieren klicken und danach öffnet sich ein neues Fenster Proxy, Adresse eingeben. Hier bitte auf Aktivieren stellen, also den Hebel einmal umstellen, bitte. Folgende IP mit Portnummer eintragen. Der aufmerksame Zuhörer wird merken, es ist dieselbe Adresse wie in den Internetoptionen. Danach werdet ihr einmal aufgefordert, die Bitbox zu beenden. Also bitte einmal beenden und wieder starten. Und dann wieder in die Einstellung gehen. Selbe Prozedere gerade. Nach unten scrollen und diesmal geht ihr nicht in. Power proxy einstellung aktivieren, sondern eigene full -Note verbinden. Dann öffnet sich, wie hier rechts zu sehen, ein neues Fenster. Dort bitte einmal nach unten scrollen oder eher gesagt mittig, denn oben stehen noch die beiden Server von Shift-Crypto. Die werden später noch entfernt. Die kopierte Adresse mit der Portnummer bitte hier bei Endpunkt eintragen. Und danach ähm, Oh, wichtig. Port 5, 3 mal die 0, 1. Bitte hinzufügen. Ähm, ihr scrollt ein bisschen nach unten und seht einen Button, der heißt Überprüfen. Bitte hier auf Überprüfen klicken. Dauert ein bisschen über Tor. Und wenn alles gut geht, solltet ihr folgende Message erhalten. Verbindung zu bla 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 wurde erfolgreich hergestellt. Diesen Dialog bitte mit OK bestätigen und dann unten rechts mit hinzufügen. Diese Adresse auch eurer Bitbox bekannt geben. Anschließend könnt ihr wieder nach oben scrollen, die beiden Adressen von Shift Crypto entfernen. Keine Angst, kann man jederzeit wieder herstellen. Auf die Werkseinstellung zurücksetzen und ihr könnt dann wieder ganz normal übers öffentliche Netz, wie ihr das sonst auch gemacht habt, mit Shift-Krypto kommunizieren. Ja, alles gar kein Hexenwerk. Geht relativ fix, würde ich sagen, wenn der Elektrum-Server einmal installiert ist. Ich sage mal bis hierhin Danke. Wenn Fragen offen sind, gerne in den Kommentaren hinterlassen oder in den bekannten Telegram-Gruppen connecten. Und loslegen. Viel Spaß. Don't trust, verify. Bitcoin is what gives humanity his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us, it binds the galaxy together.